Moin Leute, Ivy wieder am Start mit dem nächsten Part von der Pokémon Souling Challenge mit Bimon. Hallo, ich bin jetzt, wie gesagt, in der letzten Folge hatten wir einen kleinen Encounter-Fail, denn Ivy brauchte was mit zur Stadt. Ich bin jetzt, wie gesagt, auf dem Weg nach Fuxana City. Und Ivy ist auch jetzt auf dem Weg, den Encounter zu fangen. Genau, also der Bimon hatte einen Me-Tank bekommen und ja. Ich hoffe, dass ich einen Ho-Oh bekomme, das kein Wirbelwind kann. Ja, ihr wisst Bescheid. Letzte Folge. Träumen weiter. Ja. Also, ich muss jetzt Route 14. Route 14 und Route 15 müssen wir 14. Machen. Genau, Route 14 muss ich erstmal nachholen. Route 15 machen wir zusammen, wenn der nicht kämpfen wollen würde. Arschloch. Der hat einen Kyogre. Das ist in Ordnung. Ist immer sehr gerecht, ne? Alter. Oh, der setzt Gedankengut ein. Oh, gequittet. Danke, Bro. Shit. Nein, du sollst Lockduff nicht erlangen, Bro. So. Da genau, da ist dann noch ein Encounter. Wo ist denn das jetzt hier gewesen? Achso, genau, oben rechts. Aber das ist Route 13, oder nicht? Nein, Route 14. Du musst gucken, da stehen drei Balkon davor, vor dem Grasfeld. Die innere Vertorung runter. Aber das ist Route 15. Nein, das ist Route 14. 3. Ah, Route 14, stimmt. Da wo drei Biker hin und her fahren. Achso, da oben in dem Busch, ne? Ja. Da kann ich dann von rechts mit Zerschneider rein? Ja. Ich will jetzt nicht alle Kämpfe machen. Nein, du gehst einfach rechts an dem Dingfuß lang. Da musst du keinen Kampf machen. Okay. Warte, ich mache es so wie er. Ich gehe einfach hinter dem Fahrenden. Weißt du, gehe ich hoch. Ja, ne, genau, da gehst du hoch. Also, ich speichere ab, weil es gibt ja auch Ausnahmefälle, wo wir einen zweiten Versuch haben, wenn wir schon mal das gleiche Pokémon gehabt haben oder so, deswegen. Reiß dich zusammen, Arthur, ich will das müssen wir uns, das müssen wir uns mal echt angewöhnen, Bimon. Mit dem Abspeichern. Das Abspeichern ist aber auch bloß nix, ne? Naja, gut, aber. Na okay, stimmt. Gut. Okay, ich gehe. Ich bin im Busch. Es gibt immer noch kein Pokémon. Immer noch keins. Jetzt kommt eins. Nidoking! Aber das hattest du schon. Ja. Das heißt, ich muss flüchten. Bitte ein. Ich habe noch einen Versuch. Komm, bitte. Geh nochmal oben. Bitte nicht. Nidoking. Nidorino! Nein, Albier! Das ist scheiße, wisst ihr das? Shit! Ah, darf ich auch nicht Nidorino haben? Na, eigentlich nicht. Nidorina wäre ja gegangen! Es ist Nidorino. Ja, deswegen. Oh man, so ein. Ey, das ist der letzte Encounter war ein Fail. Das ist jetzt auch wieder ein Fail. Was ist denn das für eine Scheiße? Es tut mir leid, Bimon, du musst dein Metang wegschmeißen. Oder wir können auch noch schnell die Regeln ändern. Nein, bleiben wir jetzt bei den Regeln. Metang vielleicht. Ich hab's besiegt. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Ein Albi kriegt was anderes. Wär gut. Was wäre der dritte Encounter? Ein Tentox. Das würde sogar noch gehen, weißt du? Das wäre so gut gewesen. Tentox wäre perfekt gewesen. Lass uns jetzt Route 15 machen, komm. Den Encounter? Ja. Das ist mein Pokémon geheilt? Ja. Ja, warte, ich spring von oben in den Busch. Ich glaube, da haben wir Glück. Ja, ich glaube, ich habe kurz Eve dabei wegen Zerschneider. Aber das wird dann, sobald ich in einer anderen Stadt bin, wieder direkt ausgetauscht. Ja. Nicht böse sein. Tamara kommt wieder. Mein Marcel. So, bist du ready? Hau rein, komm. Counter? Mach. Putz. Ultrigaria. Du hast noch den Versuch? Du hattest es ja schon, ne? Ich hatte schon mal einen Knuffenser, ja. Du hattest Knuffenser, genau. Und ich hatte auch schon den Duflo. Und du... Oh Mann, ey, das ist...
schwer. Das ist so ein Scheiß. Ja, aber es ist ich, so. Ich sag's euch, ich werde jetzt wieder einen scheiß Encounter haben und dann wird dieser Encounter auch der dritte Fail sein. Komm schon, Albi. Bisasam! Yes! Nee, warte! Nee, du hattest kein Bisasam. Nein. Das war der Rivale. Genau, der hat einen Bisa-Floor. Du hattest keins. Das heißt, mein Encounter ist ein Bisasam. Okay, du musst auch Masterball nehmen, das ist klar. Wenn du es haben willst. Ich will den nicht schmeißen. Ich versuch's erstmal so. Kann ich hier Donnerwelle einsetzen? Ja. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Warum sollte man die Starter nicht fangen dürfen? Oder können? Wer hat das eingestellt? Ich werfe einen Safari-Ball. Mach das. Oh, fast geklappt. Uh-oh. Standard zumindest. und du hast? Ich habe einen Galopper vor mir stehen. Ein Galopper? Ja. Sehr nice. Warum sagst du mir das nicht? Entschuldigung, ich war gerade so vertieft im Fangen. Ach komm, wie soll ich sagen? Ich will es einfach nicht wahrhaben, dass man die Starter nicht so fangen kann. Du kannst die nicht so fangen. Oh, gut. Okay, dann werfen wir jetzt den Meisterball. Wir wollen ja Bisasam haben und Galopper. Ja, ich hab Galopper. Ja! Beim Meisterball, beim ersten Meisterball drinnen geblieben. Beim ersten Meisterball ist drinnen geblieben, alle geil. Oh, mein Herz, ne? Ohne Witz. So. Von Geburt an hat dieses Pokémon einen Samen auf dem Rücken, welcher langsam wächst. Männlich, ich gebe natürlich einen Spitznamen und wir nennen es. Ich habe gerade meine Schlüssel nicht da, weil ich habe hier ein bisschen umgestellt, Leute. Nicht wundern. Und es ist Paul. Paul. Der Paul. Paul ist gelingt mit Firestorm. Merkt, dass ich brauche halt coole Spitznamen und nicht hier Paul. Okay, dann sag ich es ja auf eine coole Weise. Paul. Paul. So hieß mein Gastbruder in England, als ich da 4 Wochen gearbeitet habe. Yes. Paul. Wir haben den nächsten Encounter in Fuxania City. Oh, das heißt, wir können von mir aus direkt weitergehen. Warte mal, was war ich schätze? Galoppa. Und Galoppa und Bisasam, ne? Galoppa. Sag mal so, du hast doch kein Pflanzen-Pokémon am Start, oder? Nee, hab ich nicht. Also, ich bin mit Bisasam völlig zufrieden, alles gut. 34 KP noch, sehr schön. Alter, das sieht so heftig aus. Das heißt für uns schon mal, dass es gar nicht mal so schlecht ist, als dieses Pärchen zu haben. Das sind Lappas. Was? Da war Lappas im Wasser. So. 19 KP noch. Welche Route ist das jetzt? Route 18 hätten wir den nächsten Encounter, wenn du willst. Ich heile nochmal ganz kurz und tausche mein Stabilicat aus. Weil. Ja. Route 17. War ja nur wegen Zerschneider dabei. Ich hab Angst, dass wir das dann auf dem Weg irgendwie nochmal brauchen. Okay. Route 17 und Route 18 können wir auch noch Encounter machen. Dann machen wir das. So, Stabilicat ist wieder ausgetauscht. Da brauche ich keinen Zerschneider für, oder? Nee, brauchst nicht. Das ist schön. Paul nehmen wir irgendwann später mal mit. Hauptsache, ich habe 2 Starter-Pokémon. Paul grinden wir einfach mal so hoch nebenbei. Ja, und für beide muss ich ja Meisterball verwenden, ne? Shit. Ist so. Ich habe bis jetzt immer noch meinen Meisterball und ich überlege mir immer noch, welches ich nehmen würde. Du hast ja auch kein Starter-Pokémon. Diese verschiedenen Metern und du hast verrissene. So, du meintest Route 17 und 18. Genau, das ist einfach links raus. Links raus, alles klar. Und hier ist ja auch die Safari-Zone, ne? Genau, und in Fuxania ist noch. Also, wir haben in Fuxania viel zu fangen. Also, warte, jetzt Route 18 ist ja direkt hier. Genau, Route 18, da bleibst du jetzt erstmal. 3 Trainer. Genau. Ein paar Wege, das krieg ich weg. Und wir müssen erstmal hier. So, du machst erstmal die Trainer, ne?
Ja, ich bin aus Versehen reingelaufen. Stein, dass du aus Versehen reingelaufen bist? Yes, aus Versehen. Komm, schlaf, Puder, willst mich verarschen. So, speichere ich wieder ab. Ja, dann wieder Knospen. Okay, ich bin jetzt im Busch. Soll ich holen? Ja, dann mach. Oder 8. Puzzle hattest du doch, ne? Ja. Leute, ihr merkt selber, langsam fängt es an, dass wir entweder ein Pokémon finden, was wir schon gehabt haben, oder eine andere. So, das ist scheiße. Das ist für eine Soulink wirklich scheiße. Weil das wiederum heißt, dass wir weniger Auswahl haben. Oh. Ich habe meine Kopfhörer aus dem rausgehauen, es tut mir leid. Du Pfeife. Möchtest du raten, welches Pokémon es diesmal ist? Es ist nicht Plusse. Es ist Minun. Das hattest du nicht, ne? Nee, ich hatte Minun, du hättest Plusle fangen können. Du hattest Minun? Ich hatte Minun, Plusle hättest du fangen können. Ich habe dich eben gefragt, du sagst ja. Entschuldigung. Du hattest ein Plusle. Dann suchst du halt jetzt nochmal ein Plusle. Kann jetzt so schwer sein, jetzt da noch ein Plusle zu finden. Also okay. Plusle geht, ich hatte Minun, Leute. Das kann ich nicht ausflüchten. Also du hast ein Plusle im besten Fall und ich hab... Okay, Leute, seht es jetzt nicht zu streng. Es war einfach ein Fehler in der Übermittlung. Das ist anfechtbar, kaufmännisch zumindest gesehen. Und deshalb ist es rechtlich okay. Das war ein Fehler in der Matrix. Seht es einfach rein. Ja. Abi, ich stehe vor einem Kabutops. Oh Mann, ein Landturm wäre auch geil. Ich will jetzt einen Plusel haben. Also Ivy darf jetzt so lange suchen, bis er einen Plüssel hat. Und ich hoffe, ich krieg jetzt... Was? Wieso kann ich nicht fliegen vor Pokémon? Weil alles low Pokémon. Der Mogelbaum ist 35. 36. 36 ist meine Lieblingszahl. Nicht 69? Oh, Blitzer! Ja, Blitzer hätte ich auch gerne. Meine Nase juckt ein bisschen. Ne, kitzelt ein bisschen so. Ich habe ein so, weibliches Kabutops gefangen und ich nenne es liebevoll Edna. Weil wir kennen ja alle Edward mit den Scheren hinten und das ist Edna mit den Scheren hinten. Ich habe ein Plusel gefangen. Weiblich und ich nenne es. Schwer zu sagen. Wie kann ich das nennen? Ich weiß es nicht. Mir fällt einfach kein weiblicher Name jetzt gerade ein. Nenn es doch einfach, Simone. Ich weiß es schon. Simone? Na klar. Ich wollte jetzt Herz sein nehmen, aber ich glaube, Herz will eh was anderes sein. Ich nenne es Simone. Ups. Und, Plüssel. So. Simone. Und jetzt können wir noch einen Encounter holen. Genau, du kannst jetzt links rausgehen, da kommst du auf den Radweg. Und da müssten wir irgendwo angeln können. Da musst du auch, ein paar Trainer kaputt machen wahrscheinlich. Ach nee. Das wird immer auch gut. Ich suche nach Enter und tausche es gegen Kabutops. Nee. Genau, Route 17. Genau, hier können wir angeln. Nein, wir können auf Route 17 nichts machen. Auf Route 17 kannst du nicht angeln. Okay. Ey, muss man nicht Fahrrad fahren? Ja, du musst da Fahrrad fahren, deswegen kannst du auch nicht angeln. Okay. Ach komm. Gibt's hier nicht irgendwo noch einen kleinen Fleck? Busch? Nee, gibt's hier eben nicht. Shit. Okay, dann lass uns in die Safari zurück, oder? Ja, erstmal Fuxania City. Fuxania City gibt's noch ein Haus, wo wir angeln können. Dann machen wir Fuxania City. Sieht schon, B-Monster ist ja informiert. Wieso bin ich immer noch auf dem Fahrrad? Weil das so ist. Mhm. So, wo denn oben? Kann man die Pokémon nicht irgendwie eintauschen sogar? Das rechts im Pokémon Center hast du einen kleinen Fleckchen, wo da vier Häuser stehen. Und dahinter kannst du angeln. Vier Häuser, wo zwei Häuser stehen.
Und Zerschneider. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab einen Panzer. Panzer, Aeron. Tanzer. Achso, Tanzer. Ja. Da rechts vom Pokémon Center ist ein kleines Stück. Das ist. Also zwei Häuser stehen, dahinter ist ein See. Unten dann, okay. Nein, nicht unten. Rechts oder was? Ja, rechts vom Pokémon Center stehen zwei Häuser. Und dahinter ist ein kleiner See, bei dem rechten. Achso, Haus. Muss ich jetzt durch die Häuser durch? Ja, du gehst durch das rechte Haus durch und da. Jetzt verstehe ich das erst. Hey. Der älteste Bruder der Profi-Angel. Wow, jetzt haben wir eine Profi-Angel. Noch besser. Nee, ich dachte, Super-Angel ist das Beste, was du kriegen kannst, oder? Achso, jetzt gar nicht die Super-Angel benutzt. Ja, bitte Super-Angel benutzen. Bitte Spacken. Okay. Es ist aber halt nur ein Levelunterschied. Also, sonst ist es ja alles randomized. Profi-Angel wird eingeworfen. Das ist gut. Kein Pokémon. Immer noch keins. Immer noch keins. What? Komm schon, Albi. Es ist eine Profi-Angel. Da muss ein Profi-Pokémon ran. Nein! Da kommt keins. Weiß nicht wieso. Ivy, du schaffst es. Arschloch. Komm schon. Ja! Ich hab eins. Ich hab eins. Smog, 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 Smog. Wow. Kannst du fangen. Hat noch niemand von uns. Ob das willst, ist erstmal zweitens, aber du musst. Echt? Level 12? Ist das euer Ernst? Ja. Ups. Ey, ich werfe einen Taucherball. Nee, brauchst du nicht mehr, kannst du sparen. Warum? Explosion? Nö, der Gigasauger war doch ein bisschen zu krass. Oh, Beamon! Ey, das war jetzt aber deine Schuld, dass wir jetzt wieder den Encounter verkackt haben. Ja, aber ich lasse wenigstens sterben wie du. Safari-Zone, ne? Next try. Würde ich mal sagen. Können wir gerne machen, wenn du willst. Aber das ist nicht hier das Häuschen, ne? Nee, auf keinen Fall. Nee, du musst da bestimmt dahinter. Das Haus. Dieses kleine Häuschen, weißt du, wo gar kein Ausgang ist oder so. Das ist die Safari-Zone. So, da oben ist Safari-Zone, ich bin gespannt. Kostet auch Money, ne? Haben wir Money? Ich hab 100.000. Willkommen in der Safari-Zone. Möchtest du auf die Jagd gehen? Yes. Und wisst ihr was, Leute? Das Schlimme ist, in der Safari-Zone flüchten die Pokémon auch gerne mal, oder? Ja. War das nicht so? Ja, du kannst sie nicht schwächen. Und wir können sie nicht schwächen. Wir können sie nur mit dem Köder ein bisschen provozieren. Können aber auch angeln. Aber ist jetzt kein Unterschied eigentlich, oder? Nee, dürfte eigentlich nicht sein. Okay, bist du ready? Ich bin ready, du kannst, wenn du willst. Nein! Es ist ein Gardevoir. Ich werfe einen Stein. Kann so flüchten, dachte ich. Ja, kann ich, aber ich werfe trotzdem einen Stein. Versuch mal in irgendein anderes Gebiet reinzugehen. Schnupfen, ey, es geht so auf die Augen. Nein! Ich habe mich nur nach rechts gedreht. Kadabra! Haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich habe einen Krebutak. Ey, bitte hab kein Teleport, du Arschloch. Okay, es ist geflohen. Was? Mein Krebutak ist geflohen. Ja, Ballores. Also, wir machen jetzt Safari-Zone, bis wir ein Pokémon gefangen haben. Das ist mir jetzt egal, ich will jetzt irgendein Pokémon hier raus haben. Ah, wir dürfen halt nur das erste Pokémon fangen. Was wir sehen. Aber Safari-Zone sind erschwerte Bedingungen. Was? Safari-Zone sind erschwerte Bedingungen. Erschwerte Bedingungen? Also, wenn du sagst. Ich glaube, die werden uns jetzt auch nicht so böse sein. Ich will ein Pokémon aus der Safari-Zone mitnehmen. Ja, wir brauchen da aber dann auch eine Regelung für.
Wir müssen uns jetzt eine Regelung geben dafür. Ja, jeder darf ein Pokémon fangen. Was er will, oder? Was du willst. Okay. Leute, dann ist das jetzt einfach mal diese Fahrrad. Er hat uns schon so abgefuckt, oder hat zumindest mich abgefuckt mit meinem Schmerbe zum Anfang. Jetzt hast du wenigstens mein Kapaloris. Okay, es gibt ja Ausnahmebedingungen jetzt in der Safari-Zone. Machen wir jetzt einfach mal so. Wie gesagt, Leute, erstes Holding nicht beim Start, überlegt man jetzt sich auch alles. Also von daher, entspannt euch. Es ist geflohen, okay. Kapaloris will halt nicht. Wenigstens ein bisschen Freiheit im Spiel. So, man kann ja auch nach rechts raus. Vielleicht ändert sich da dann die Dings. Stupires. Los, wäre halt echt gut für mein Team. Stupid. Glaube ich auch nicht. Okay. Oh, Items. Ich habe mein Pokémon. Was hast du genommen? Ich habe ein Kapaloris. Kapaloris, okay. Ich schau nochmal, was ich jetzt hier. Ich will kein Geist-Pokémon. Oder seit wann gab es Traumagil? Vierte Gen erst, ne? Ja. Dann will ich Traumagil nicht haben. Du kannst ja ein bisschen Items sammeln, ne? Die sind echt viele. Ja. Lucky Punch. So, ich habe Kapaloris gefangen. Habe es liebevoll Kapaline genannt. Xatu. Cloyster gibt's hier oben. Ich hab ein Lugia. Versuch's. Das wäre halt schon lustig, ne? Aber ich muss mich ja. Ich werde aber auf jeden Fall. Vielleicht bleibt Sonne, vielleicht nicht. Ne, er bleibt nicht drin. Ist geflogen. Der Penner. Ein Mantax. Wasser habe ich. Glaube ich nicht. Habe ich jetzt kein Interesse da. Ich habe jetzt einen Flug-Area. Ich will auch gar kein Lugia haben, ohne Witz. Warum willst du kein Lugia haben? Findest du nicht so cool. Oh, ein Smetboy. Er findet Lugia nicht cool, wird er mich verarschen. Okay, wenn es die ganze Zeit kommt, dann muss ich es ja versuchen zu fangen. So Leute, ich habe in der Safari-Zone ein Kapaloris. Weil ich es wollte. Nein! Ich habe auch so den ganzen Köder geworfen. Jetzt ist es geflogen. Aerodactyl, das möchte ich haben. Obwohl. Oh, Flug-Pokémon. Aerodactyl ist geil. Dann hol's dir. So, wir haben schon wieder. Albi, beeil dich, wir haben schon über 23 Minuten auf der Uhr. Sonst kommt ja nichts mehr. Ach, ich hab's, okay. Also hast du Aerodactyl. Ich habe Aerodactyl und du hast ein Kapaloris. Und wir nennen es. Ich weiß gar nicht. Jens Richard. Nenn ich das. Hm? Jens Richard. Nee, das hatte ich schon. Achso. Ja. Tja, Richard, schau sowas. Ich habe einen guten Namen. Ich glaube, Shagero ist gut. Shagero. Shagero. Passt auch zu Aerodactyl. Shagero, schreibe ich das richtig? Nee, mit U. Ich kann dir das nicht sagen, wie es geschrieben wird. Nee, mit U. Also, mal gucken, dass ich schon noch irgendeinen lustigen Spruch rausziehen kann. So, dann habe ich hier. Domi-san, hab einen Witz. Achtung, wurdest du auf einer Autobahn geboren? Nein. Warum? Weil du mir einen Unfall aussiehst. Ich würde mal denken, damit können wir das jetzt heute anders nicht haben. Der war jetzt echt flach. Der war hart. Der war hart. Und flach. Der war hart und flach, wie ein Asphalt. Der war hart wie Albis Bauchmuskulatur. Naja, vor 3 Monaten. Seitdem war ich mir beim Sport. Und jetzt kam da echt ein bisschen was drauf, aber ist mir egal. Weil Essen ist geil.
Essen ist geil. Essen ist geil. So, dann würde ich sagen, genau, Schluss für heute, oder? Ja, das war's mit der Folge und wir sehen uns dann morgen wieder bei dir auf dem Kanal. Genau, denke ich schon mit der Arena von Fuxana City. Fuxana City, sind wir. Wo ist die Arena, Alter? Links. Achso, rechts vom Pokécenter, ne? Links neben Pokécenter. Meine ich doch. Abby ist wieder Rechts-Links-Schwäche. Ja, Rechts-Links-Schwäche, wow. Alles klar, Leute, wir sehen uns dann morgen bei Beamon auf dem Kanal und dann geht's weiter mit der Arena-Leiterin oder Arena-Leiter? Arena-Leiter, Koga. Arena-Leiter, Koga. Genau. Auch grüß mich schon, was ja. Du wollt. Alles dann, bis tschüss. Morgen. Tschüss. Tschüss.